Hallo zusammen, heute ist Mäuschen auch da und tut seinen Car zusammensetzen nach der Motorenrevision. Und dann schauen wir ihm heute doch mal ein bisschen über die Schulter, wie er das macht. Also heute machen wir mal nicht so viel, weil zuerst wird mal Fotoplatte ausgebaut. Da habe ich mir eine neue machen lassen, farblich passend zum Go-Kart. Und die baue ich jetzt zuerst mal aus und dann nachher, irgendwann später, kommt dann das Motörchen drauf. Also wir reden hier von der Bodenplatte, das wäre das hier. Ja, da. Das ist natürlich das Einfachste, was das ist. Ja, macht wieder meine Werkzeugkiste kaputt. Nein, es war ganz bis von vorne. Aber das ist, gell, wenn es nicht das eigene Werkzeug ist, kann man machen damit, was immer man will. Nee, nee. Irgendwann sage ich einmal, Kollege. Es gibt was Neues. Das ist ja kein Jahr alt, das muss ich schon noch beheben. Der Billig wäre anders. Also wir reden da doch vom Kraftwerk-Werkzeug. Käuferli. Der eine hat sonst noch den SW-Stahl-Werkzeugkoffer. Also ich glaube, es ist nicht ganz Jumbo oder Lidl-Qualität. Aber wenn es dir nicht passt, du darfst gerne dein eigenes mitbringen. Also, was ist jetzt los? Du musst den Tank noch rausnehmen. Den Tank noch rausnehmen. Ja, weil die eine Schraube ist da schon ausgeliert. Den kann man nicht mehr lösen. Das geht. Hast du das so fest anzupacken? Ich schraube nicht an fremden Sachen rum. Ja, aha. Das grobe Geschütz. Aber du kannst dann nachher das Werkzeug wieder putzen, wenn du es gebraucht hast? Natürlich, das macht man immer so. Man tut nie direkt das Werkzeug wieder verräumen. Sehr gut, das habe ich jetzt auf Video. Das habe ich dir übrigens auch schon gesagt. Ne? Eine farbige, einen grünen habe ich ja bestellt. Einen was denn hast du einen grünen bestellt? Expansionsgefäß. Ah. Weißt du, wo ist? Ja, wo hast du das bestellt? Ja, da, letztes Mal haben wir das bestellt. Nein, das ist nicht da drin. Wieso nicht? Dort hat es kein so ein Expansionsgefäß drin gehabt. Ja, wir haben doch zwei bestellt. Ich habe dir gesagt, du sollst zwei bestellen. Also, ich sehe schon, das kann sich nur um Stunden handeln, bis die Platte draußen ist. Also, würde ich mal sagen, lassen wir Mäuschen. Ja, lassen wir Mäuschen ein bisschen arbeiten. Ich habe ja die Zeit. Ja, aber. Also, ich tue jetzt dann. Man muss ja wissen, das ist Arbeitszeit. Meine, genau. Ich sehe, ich arbeiten. Ah ja. Wäre ein Schöckerl. Ja, irgendeiner muss die kurze Arbeit in Anspruch nehmen. So, Mäuschen, es wäre Mittagszeit. Ja. Aber nur für die, die gearbeitet haben. Ah, ja. Ich bin ja dran. Das ist ja nicht Schaffen, das ist Hobby. Aber ich bin groß. Ich bin grosszügig, du darfst mitessen. Und das mit dem Mitessen verdanken wir natürlich auch am Herrn Berset. Ne? Dass wir da immer schön dürfen im Inneren von einer Firma essen, die natürlich nicht gemacht ist dafür, weil man nicht darf in den Restaurant essen, so wie die anderen, die im Homeoffice sind. Darum haben wir hier einen Grill, ein Tischli und versuchen uns mit Grilladen und Salat über Wasser zu halten. Wobei andere hätten vermutlich nur Brot und Wasser verdient. Es gibt sicher Sättig. Anwesende ausgenommen. Ja,
Zufälligkeiten wieder anwesend. Ja, nein, ich nicht so gerne, wenn wir dir zuschauen beim Arbeiten. Fühlst du dich so beobachtet? Nein. Du musst gar nicht alles wegnehmen. Du musst dich nur Platz verschaffen. Was für ein Trick 77? Ja, da, jetzt bin ich vorhin nicht an die Schraube gekommen. Jetzt haben wir natürlich da einfach das Fußraster hinter der Wand. Genau. So. Also einfach mal noch zum Erklären, den Fußraster, da kann man Füße aufstützen während dem Fahren. Oder einfach ablegen drauf. Genau, damit man kann Gas geben und auf der anderen Seite bremsen. Und jetzt, der Fußraster da sieht aus wie neu. He? Warum ist das so? Nicht wieder der erste kurz um drinnen, sondern wieder der gar nicht braucht. Ich zeige euch mal, wie ein Fußraster würde aussehen, wenn man drauf ist. Seht ihr, der glänzt nicht mehr, der ist nämlich abgeschliffen. He? Aber wir sind ehrlich, montiert zur gleichen Zeit. Aber, aber es gibt ja noch so ein, zwei Sachen, wo man vermutlich noch ein bisschen lernen beim Fahren. He? So, da haben wir noch den Rahmenschoner. Wie man sieht, wird der rege beansprucht. Das heisst, da der Karz so tief ist, wird der Rahmen nicht beschädigt an der Lackierung und an der Rohr. Dann haben wir das Stahlblech dran. Genau, weil das ist günstiger zum Ersetzen, wie einen neuen Rahmen kaufen. So ist es. So, Mittagessen brutzelt von sich ein. Andere sind heute im Arbeitswahn. Aber ich verstehe, dass wir sonst nicht arbeiten. Ich sage, du bist so schlammwillig. Muss etwas machen. Oh, jetzt sieht es aber nackt aus. He? So, bevor es weitergeht, lecker Kaffee und ein bisschen was für den Vitaminhaushalt. Gesundheit. Der Motor, sicher? Nein, der läuft noch nicht. Ja, er da meine ich. Mäuschen ist immer noch. Sein Arbeitstempo ist so wie der echten Welt. Teilen. Stetig, aber ja, es geht voran. Fertig sind. Ja, scheiße. Also so mit Motor, also so ohne. Neue Mütterli, wie man schnell so sieht. Das Originale sieht so aus. So. Also das ist ein neues Stoppmütterli. Und das hat auch mal gestoppt, aber da ist der Stopper abgeschliffen. Oder da noch schöner. Die machen wir natürlich nicht mehr her. Da gibt es einen Satz neue Schrauben. Jawohl. Vielleicht so einen machen, dass es nicht abgeschliffen wird. Ich glaube, er ist einfach so tief, man kann es nicht verhindern. Es liegt aber nicht an deinem Gewicht, dass der so tief ist. Nein, das ist im Sinn von der Sache. Das ist ein neuer Wasserschlauch mit zwei Winkeln dran. Sehr gut, habe ich gar nicht gewusst. Zwei verschiedene sogar. Zwei verschiedene, 90 Grad und einen flächeren. Und jetzt habe ich gerade den rechten Winkel von der Verdampf verwenden, sodass schön direkt auf die neue Wasserpumpe geht. Und ja, jetzt bin ich gerade dran, das Schlauch am Anpassen für Wassertemperaturmessung. Natürlich, es muss immer viel schön aussehen. Brauchst du überhaupt Temperaturmessung? Nein, für die Amateure nicht, aber... Ich würde sagen, du fährst doch gar nicht so schnell. Wird dein Motor überhaupt so warm? Nein, tatsächlich muss ich den Schüler ein bisschen zumachen, so um 3/4. Sonst komme ich nicht über 40 Grad. Also heisst, er muss gar nicht arbeiten, dein Motor, ne? Bei so leichten Läufen von allen. Oder zu wenig Gas geben. Ja, oder zu wenig Gas. Ideal ist 55, glaube ich, gell? Ja, 45, 50. Alles nachher ist Leistungsverlust.
Trainingswand, hä? Oh. Ja, ich weiß noch nicht. Ja. Also, dann müssen wir gesehen. So, hier sind wir jetzt nicht am Boden, haben wir gesehen. Schön. Der ist schon fängt der Weg da, der Mister. So, ja, das Kreuz an. Deine Bodybuilder. Da müssen wir reingelassen. Fertig für heute. Den Rest machen wir ein anderes Mal. Das ist erst gerade 4 Uhr. Ich wollte sagen, es ist ja nämlich schon 4:30 Uhr. Ich habe schon lange Feierabend für mich. Ja. Und was macht man am Feierabend? Richtig. Wir nehmen ein Bier. Lecker Bierchen. Lecker Bierchen. Ich würde gesagt, ich habe den Kühlschrank gekauft. Das ist auch für die nachher noch arbeiten. Ja, nämlich. Nämlich du. Mach mal auf. Also, also sagen wir Egeschäge drehen. Egeschäge drehen.